Durchwachsen, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Wetter für den ersten Tag. Und ja, ich bin froh, wenn ich von der Straße weg bin und der Verkehr ein bisschen weniger wird, aber das Allermeiste ist eigentlich schon weg. Es läuft ganz gut. Also, ich erzähle mal so ein bisschen, wer ich bin und was ich mache und warum ich es mache. Also, mein Name ist Marie-Lise, das habt ihr jetzt vielleicht schon rausgefunden, und ich habe eine große Weltreise auf dem Fahrrad vor. Die mache ich nicht alleine, aber ich beginne sie alleine. Ich fahre jetzt 2 bis 3 Wochen erstmal alleine los, dann in Skandinavien, ich fahre erstmal nach Skandinavien hoch, und irgendwo da werde ich eingeholt von Assad und dann fahren wir weiter. Die genaue Route haben wir noch nicht festgelegt, aber wir haben so Tendenzen und wir freuen uns mega drauf. Das wird ein großes Abenteuer. Ich bin jetzt den ersten Tag komplett alleine unterwegs. Gestern hat er mich noch ein bisschen begleitet und wir haben dann eine relativ kurze Tour gemacht, 32 Kilometer, und dann bei Bekannten Kaffee und Kuchen bekommen, und dann haben wir dann noch gegrillt und sind tatsächlich dort versackt und haben da übernachten können. An dieser Stelle vielen Dank an euch beide. Es hat uns wirklich großen Spaß gemacht und es war sehr, sehr schön bei euch. Wir kommen gerne wieder, dann aber wahrscheinlich erst in ein paar Jahren. Es war auf jeden Fall sehr schön und ein super schöner Startschuss für die Tour. Jetzt bin ich alleine unterwegs mit der guten Dame und habe jetzt schon so 26, 27 Kilometer gemacht. Das Ziel heute ist der Kolonistenhof in Schleswig-Holstein. Es sind insgesamt so 83 Kilometer. Ich habe also noch ein bisschen vor mir, es ist aber auch erst ja, so 14:45 und ich habe ja keine Termine nachher. Also ich kann es gemütlich angehen lassen. So, Pause vorbei. Ich habe jetzt ungefähr ein Stündchen im Wald verbracht. Das war sehr angenehm und habe ein bisschen Kräfte gesammelt für die letzte Teilstrecke. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte laut Karte. Ich glaube, von den Kilometern bin ich noch nicht so weit. Ich habe jetzt 32 Kilometer. Eigentlich sollen es jetzt 82 Kilometer werden. Auf der Karte sieht es aber so aus, als wäre ich schon halb durch. Mal gucken.
Sag mal, einer der Norden wäre flach. Puh. Sieht, aber es ist einfach super steil hier im Wald. Ich bin fast da und muss aber, seit ich im Wald bin, nur schieben, dieses schwere Rad, weil die Wege so steil sind. Also, so dass ich kaum hochkomme. Ich habe schon überlegt, die Taschen abzunehmen, das Rad hochzuschieben und dann die Taschen zu holen. Und dann denke ich mir aber, ach, bis ich damit fertig bin, wäre ich ja schon fast da. Ich krieg schon leicht zum Zittrigen. Jetzt echt Zeit, dass ich mal was esse. Ich muss noch ein bisschen Pause machen und dann hoffe ich, dass das jetzt der letzte Berg ist. Guten Abend. Wir haben es jetzt so 11 Uhr. Ich liege im Zelt. Ich habe noch lecker gegessen. Die Hofkatze hat mir Gesellschaft geleistet. Dann habe ich das Zelt aufgebaut, noch schnell geduscht und jetzt lege ich im Schlafsack. Ich habe ca. 80 Kilometer heute gemacht. Der letzte Anstieg war sehr, sehr anstrengend und ich habe gemerkt, dass ich nicht ordentlich gegessen habe. Das wird mir eine Lektion sein. Jetzt gucke ich, wo ich morgen mal lang fahre. Und dann muss ich schlafen. Gute Nacht. Moin moin und herzlich willkommen auf dem Kolonistenhof in Neu-Duvenstedt. Eine von 47 Kolonien der dänischen Krone in Schleswig-Holstein. Entstanden im 18. Jahrhundert, um karge Landstriche zu besiedeln und urbar zu machen. Der Kolonistenhof wird von der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie betrieben und bietet ca. 20 Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz im Grünen. Guten Morgen. Ich bin gestern gegen 20 Uhr auf dem Kolonistenhof eingetroffen. Ich war nicht die Einzige. Es war noch eine sehr nette fünfköpfige Familie da und noch ein paar andere. Es ist schon wieder 11.30 Uhr. Ich habe mich mit der Familie so ein bisschen verquatscht. Es ist immer ganz schön, sich mit anderen Radreisenden auszutauschen und ich fand es auch ganz interessant, dass sie mit drei Kindern unterwegs waren. Die waren jetzt nicht mehr ganz so klein, aber trotzdem coole Sache. Ich fahre heute weiter nach Dänemark. Heute Abend sollte ich direkt hinter der dänischen Grenze sein und es stehen 68 Kilometer auf dem Plan. Ich wollte eigentlich heute eine kleinere Route machen, weil gestern doch recht anstrengend war. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, heute Abend in Dänemark zu schlafen und das sind die Kilometer, die ich machen muss. Das ist dann halt so. Das Rad ist schon fast komplett gepackt. In 5 Minuten bin ich hier weg. So, wir haben es jetzt 10:50 Uhr. Ich bin seit ein paar Minuten unterwegs. Es hat mal wieder richtig gut geklappt mit dem Frühlosfahren. Aber ist auch ganz schön, wenn man sich mit anderen Leuten austauschen kann über das Radreisen. Der Vater von der Familie, eben auf dem Kolonistenhof, der hat erzählt, dass er in 2 Jahren mit seinem ältesten Sohn, wenn der Abi hat, dass sie dann zusammen 3 Monate lang durch Schweden fahren wollen. Richtig coole Sache. Und ja, in der Hinsicht ist es schön, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Ich habe noch nicht viele Erfahrungen und werde trotzdem ausgefragt. Trinkpause. Ah.
Und weiter geht's. Pause. Ich habe jetzt gerade eben noch mal ein bisschen was gegessen und getrunken und es mir bequem gemacht. Wird gleich weiter. Kaum setzt man sich hin und will sich ein Ei pellen, fängt es richtig an zu regnen. Und eine Regenjacke reicht ja nicht, nein. Ich habe so lange hinausgezögert, bis ich fast komplett durchgeweicht war. Dann ziehe ich mir meine Regenhose an. Kaum habe ich die Regenhose an, hört es auf zu regnen. Ich lasse jetzt einfach an, dann regnet es nicht mehr. Ich bin jetzt versehentlich schon aus dem Wald rausgefahren. Wirklich versehentlich. Ich bin wohl in einer Abzweigung zu weit gefahren und jetzt schon auf dieser Landstraße gelandet. Ich beschwere mich nicht. Insofern, alles supi. Der Regen hat aufgehört. Ich habe ja noch meine Regenhose an. Die bleibt auch an. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich jetzt ein Stück Landstraße fahre und guten Asphalt unter mir habe, weil es ist schon 16 Uhr oder so. Und ich muss noch gut die Hälfte schaffen. Es wird mal wieder ein langer Tag. Also ich versuche jetzt ein paar Kilometer zu reißen, so schnell es geht. Falls es noch den einen oder anderen Feldweg oder Waldweg geben sollte, suche ich mir vielleicht eine Alternative. Ich möchte heute nicht ganz so spät ankommen. Mal schauen. So Leute. Ich habe eine Schutzhütte gefunden für Jakobswegwanderer. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, hier zu übernachten, einfach dort mein Zelt aufzuschlagen. Ich wäre auf jeden Fall durch ein Dach geschützt, falls es heute Nacht nochmal regnen sollte. Das wäre sehr praktisch. Ja, soll ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich auch nur noch Reis und passierte Tomaten für ein Abendessen. Das finde ich so geil. Da habe ich nicht so richtig Lust drauf. Ich glaube, ich fahre noch mal weiter. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Da sagt noch mal einer, der Norden sei flach. Boah. Wenn euch das jemand erzählt, wisst ihr ganz genau, der lügt. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Weißt du was? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, das war eine scheiß Idee. Jetzt bin ich doch schon wieder im Wald gelandet. Verflixte Hacke. Ja, ich weiß, ich soll es nicht tun. Aber was soll ich sagen? Die Strecke war kürzer. Und es ist auch nur ein kleines Waldstück. So aus.
als wären die Schulferien in Dänemark vorbei. Ich bin jetzt kurz vor der dänischen Grenze, kurz vor Padborg. Und hier staut es sich schon seit einigen hundert Metern. Ich habe mal eben um die Ecke gelugt. Das nimmt kein Ende. Ich hoffe, ich komme durch. Unglaublich. Und so schnell bin ich in Dänemark. Erstes Land. Und jetzt schaue ich mal, dass ich zu meinem Shelter komme. Es ist nämlich auch schon 7:30. Angekommen am Shelterplatz. Der liegt ganz schön versteckt inmitten eines großen Waldes. Ich bin teilweise durch Sandwege gelaufen. Ich habe jetzt durch das ganze Suchen, das hat mich einiges an Zeit gekostet, ist es jetzt schon 9:20. Ich habe 70 Kilometer gemacht. Und das hier ist der Platz. Ich habe ihn ganz für mich allein. Jetzt suche ich Wasser, baue das Zelt auf, weil es wird garantiert nachher schon dunkel. Und dann wird gegessen. Morgen. Ihr seht, es hat geregnet bis gerade eben seit 5 Uhr ungefähr, auch ziemlich stark teilweise. Aber jetzt scheint es sich aufgeklärt zu haben. Ich hoffe, ich kriege das Zelt noch ein bisschen trocken, damit ich es nicht komplett nass einpacken muss. Und suche mir dann eine Route raus. Ansonsten, der Platz war richtig gut. Also es war mega ruhig. Es war mir schon fast ein bisschen zu ruhig. Ich musste abends Podcast anmachen. Und ich glaube, heute Morgen ist auch nur ein Hund vorbeigekommen, der aber kein Interesse am Zelt hatte, Gott sei Dank. Und ja, ansonsten habe ich seit gestern Abend 8 Uhr niemanden mehr gesehen. Ich werde jetzt erstmal was frühstücken und dann so langsam das Zelt trocknen und dann einpacken. Es ist jetzt zu spät. Ich bin wieder nicht so früh losgekommen, wie ich wollte, aber die Routine kommt sicher mit der Zeit, dann geht es auch besser. Ich weiß, dass ich gestern gesagt habe, ich will heute nicht so viel fahren, maximal 50 Kilometer. Daraus wird leider nichts. Ich habe den Plan umgeworfen, wir fahren heute an die See. Ich habe ein Shelter gefunden, das prima wäre für einen Pausentag morgen, direkt am Wasser. Und das sind 66 Kilometer, also ähnlich wie gestern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, weil es ist heute ganz schön stürmisch. Puh. Checkout, wo man alles wie bei IKEA selbst einscannen konnte. Dann bekam man einen Bon, muss
musst du den beim Ausgang einfach scannen, dann gegen diese Türchen auf und fertig war man. Fast Lane nennt sich das. Das war bei mir nicht so fast, weil ich es nicht gecheckt habe, wie es funktioniert. Und die Kassiererin war es nett und hat es mir erklärt. Also beim nächsten Mal bin ich dann auch fast. Ganz bestimmt. War richtig cool, ist ein gutes System. Wir haben es jetzt 20 nach 9. Die Nacht war okay, überraschend warm im Schlafsack. Und ich bin aber trotzdem mehrmals aufgewacht, es war ein bisschen anstrengend. Und ihr hört, ich bin ein bisschen verschnupft. Hier auf dem Platz, hier legen ganz viele private Segelboote und andere Boote an. Und für die gibt es dann auch diese Sanitärhäuschen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die ihre Wäsche waschen können in Waschmaschinen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das nutzen wir natürlich aus. Heute ist großer Waschtag. Erst werde ich gewaschen, dann meine Klamotten und dann das Geschirr. Die ist zu drei Seiten geschlossen und zu einer Seite auf. Und ja, war ganz gut eigentlich. Hat gut vor dem Wind geschützt auch. Es ist ganz gut, dass ich heute jetzt doch den Restday, Pausentag nehme. Weil es doch immer noch ganz schön windig ist. Nadelöhr für Radreisende, keine Ahnung, aber alle auf einmal. Ich habe jetzt 32 Kilometer, also noch 18 zu machen bis zum Shelter. Läuft richtig gut, es ist gerade mal 3:30, Wetter spielt auch mit, gar nicht mal mehr so windig. Was will man mehr? So, ich habe jetzt das erste Mal mein Solarpanel aufgebaut. Ich hoffe, das hält. Es ist bestimmt noch nicht optimal, aber es lädt. Ich habe es gecheckt. Hier ist meine Powerbank drin, die kleine. Und ich werde es jetzt mal testen, weil die Sonne steht ziemlich günstig
und scheint auch schon die ganze Zeit ziemlich gut. Da dachte ich, probiere ich das mal aus. Jetzt habe ich einen ganz schön guten Hinterbau. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe hier überall kleine Gewittertierchen auf mir drauf, auf den Armen, auf dem Shirt, schon die ganze Zeit. Und das ist noch wenig. Ich war vorhin komplett gesprenkelt. Es kann sein, dass es an der Farbe liegt. Es kann auch sein, dass es am Wetter liegt. Seit bestimmt 10, 15 Kilometern schleppe ich die Tierchen mit mir rum. Ich muss auch während des Fahrens immer echt aufpassen, dass ich keine verschlucke, weil so viel Zeug hier rumfliegt. Das ist echt irre. Ja, weiter geht's. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als 50 Kilometer gemacht, weil ich doch mich zweimal kurz verfahren habe. Habe jetzt aber das Shelter gefunden, was ich so gerne haben wollte. Und ich habe, ich glaube, den besten Ausblick ever. Es ist unglaublich. Also das so als Terrasse mit dem eigenen Haus, das ist schon ganz nice. Die Toiletten und Duschen, oder Toiletten glaube ich nur, sind so, weiß ich nicht, 100 Meter weiter. Da ist aber ziemlich viel los, weil da eine Familie ist mit diversen Kindern. Deswegen habe ich mir da jetzt erstmal ein bisschen Wasser abgezweigt und habe die letzte von drei solchen Hütten bekommen. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen und dann hier mein Lager aufbauen. Losgekommen jetzt als gestern. 10 vor 10 war es. Ich bin leicht stolz auf mich. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen dämlich, aber es ist echt zeitaufwendig, morgens alles zu packen und loszukommen, weil man so viel Zeug hat und man muss jedes einzelne Teil in die Hand nehmen, weil man ja alleine ist. Und niemand nimmt einem etwas ab. Niemand sagt, komm, ich pack die Schlafsachen ein, du machst die Klamotten. Nein. Muss man alles alleine machen. Das Gute daran ist, dass ich damit jetzt schon jeden Tag ein bisschen besser werde, jeden Tag ein bisschen merke, dass ich besser packe und ein Stückchen routinierter werde jeden Tag. Das ist doch was Gutes. Rausgefahren und ich muss sagen, das war hart. Also Vejle liegt in einer sehr tiefen Senke. Das heißt, um in die Stadt reinzufahren, fährt mir erstmal Steigungen bis zu 11% runter. Das ist richtig schön für die Bremsen. Eigentlich ganz angenehm, weil die Radfahrwege auch sehr gut sind. Und um rauszukommen, fährt man eine längere Strecke, 6% Steigung, wieder hoch. Das hatte ich bisher auch noch nicht, aber für alles gibt es ja ein erstes Mal. Und ja, was soll ich sagen? Ich lebe noch, ich habe es geschafft. War definitiv eine Erfahrung.
Jetzt weiß ich, dass ich das auch hinkriegen kann. Bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich nicht geschoben habe. Und bin jetzt ein bisschen aus Vale raus. Ich habe jetzt hier eine kleine Bank gefunden im Hintergrund und esse erstmal einen Haferkeks und trinke noch ein bisschen. Echt enorm gut. Vor mir liegt eine Wand. Oh, da geht die Pumpe. Das war krass. Okay, das ist nicht so gelaufen wie geplant. Es blitzt und donnert.